Servus zurück. Weiter geht's. Wir waren beim Plätzchen backen. Und da sind wir nicht ganz weitergekommen. So, also nochmal von vorn. Und zwar haut es voll top. Zuerst brauchen wir einen großen Becher Milch. Dann brauchen wir einen kleinen Becher Butter. Dann brauchen wir einen großen Becher braunen Zucker. So, und dann werden wir das verrühren. So, und dann brauchen wir zwei große Becher Mehl. Dann brauchen wir einen Teelöffel und zwar mit Zimt. Das war das da. Ja. Dann brauchen wir einen Esslöffel Ingwer. Und verrühren. So, und dann brauchen wir einen kleinen Becher Melasse. Oh, jetzt haben wir glaube ich was vergessen. Davor gehört noch das Ei rein. Mal schauen, ob es trotzdem hier hat. Probieren wir es mal. Genau so. Papa, die Plätzchen sind im Ofen. So, jetzt hat der seine scheiß Plätzerl. Und ja, wir haben uns einen kleinen Tipp geholt, weil sonst war die da nie drauf gekommen. So, was machen wir jetzt? Gehen wir mal zu ihm. Vergiss die Plätzchen nicht. Keine Sorge, mein Schatz. Wir wollten ja wieder zurück zu unserer Lektüre. War das so drin? Genau. Das arme Kind war wüst zugerichtet. Der Täter hatte 7-mal auf sie eingestochen, bevor sie entkommen konnte. Roman, einer von Ottokars Männern, hatte sie gefunden und hergebracht. Sie war gerade mal 16 Jahre alt. Ich versprach, mein Möglichstes zu tun, um ihr zu helfen. Wenn sie mir helfen würde, den Mörder zu entlarven. Also erzählte sie mir alles. Kann ich das behalten? Ja. Ich bin Gustav McPherson, Privatdetektiv. Ich wurde angeheuert, um ihren Angreifer dingfest zu machen. Und ich heiße Vladana Tominova. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Man nennt mich immer nur Vladana. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Oder soll ich später nochmal wiederkommen? Sie können mich ruhig jetzt befragen. Aber ich fürchte, ich werde Ihnen keine große Hilfe sein. Können Sie den Angreifer genauer beschreiben, als er auf Ihrer Zeichnung zu erkennen ist?
Sein Zylinder war schwarz. Ebenso der Umhang. Seine Maske war silbern mit Ornamenten drauf, an die ich mich aber nicht genau erinnere. Wann wurden Sie angegriffen? Vor etwa 2 Monaten. Wo geschah es? In der Nähe des Parks. Ich kam aus Marks Atelier und... Lassen Sie sich Zeit. Es war sehr neblig. Ich hörte Schritte vor mir, die sich stetig näherten. Ich blieb stehen. Plötzlich zeichnete sich im Nebel eine Silhouette ab. Vor mir stand ein Mann in Zylinder und Umhang. Ich konnte mich nicht rühren vor Schreck. Was geschah dann? Er näherte sich langsam. Als er aus dem Nebel auftauchte, sah ich, dass er eine Maske trug. Er sah wie der Tod selbst aus. Ich hatte nicht gemerkt, wie nah er schon bei mir stand. Er sprang auf mich zu. Mir entfuhr ein Schrei. Ich dachte, er hätte mich verfehlt, aber dann spürte ich einen Metallgeschmack im Mund. Ich führte meine Hand zum Gesicht und schaute sie an. Sie war blutbeschmiert. Dann spürte ich etwas Kaltes auf meiner Brust und einen jähen Schmerz. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Ich schrie mit letzter Kraft. Dann fiel ich in Ohnmacht. Ich bin hier wieder zu mir gekommen. Mein Körper war voller Stichwunden. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Und wie sind Sie hierher gekommen? Roman hatte mich gefunden. Er hatte mich schreien gehört und kam herbeigerannt. Der Mörder rannte weg. Genaueres weiß ich nicht. Fragen Sie ihn besser selbst. Sie haben gesagt, dass Sie aus Marks Atelier kamen. Wer ist Mark? Mark ist ein Künstler. Die meisten Mädchen kennen ihn. Ich glaube, er hat uns fast alle schon mindestens einmal gemalt. Verhielt sich Mark an diesem Abend seltsam oder war er wie immer? Er war wie immer, bis Inspektor Skalnick hereinkam. Über was hat Inspektor Skalnick mit Mark geredet? Ich habe nicht genau zugehört, aber sie stritten sich. Als Skalnick gegangen war, sagte mir Mark, ich solle mich anziehen und nach Hause gehen. Er sei nicht mehr in der Stimmung, weiterzumalen. War er wütend? Ja, er war wütend. Aber er bemühte sich, es nicht zu zeigen. Ich wünschte ihm nur noch einen schönen Abend und ging. War Mark normalerweise nett zu Ihnen? Ja, er war immer nett und ausgesprochen höflich. Er zahlte für das Modellstehen doppelt so viel wie die normalen Kunden und es war ein viel angenehmerer Job, das können Sie mir glauben. Ich habe nur einmal für ihn Modell gestanden, aber ich würde es jederzeit wieder tun. Wo kann ich Mark finden? Sein Atelier liegt gegenüber dem Kanal, neben der alten Mauer. Das war's dann. Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Gern geschehen. Passen Sie gut auf sich auf. Seien Sie auch vorsichtig. Danke, das werde ich. So. Die Flada nochmal ausgefragt. Und sonst gibt's da auch nichts mehr. Dann da die Song gehen wir. So, der Köter ist anscheinend weg. Wer ist da? Hm, wie ich sehe, haben Sie das Hundeproblem gelöst. Ja, ist ein guter Hund. Aber sehr gefährlich. Was ist das eigentlich genau hier? Das ist unser Erbe. Nicht schlecht was. Peter und ich haben den Platz nach dem Tod unseres Vaters übernommen. Wie kamen Sie mit einem Typ wie Ottokar zusammen, wenn ich mal fragen darf? Naja, als Peter und ich jünger waren, machten wir ein bisschen Business. Hauptsächlich kleine Diebstähle. Der Ort war genau ideal, das Zeug hier zu verstecken. Ja, Peter und ich wurden hier und da festgenommen. Naja, das Klaugeschäft lief nicht so gut. Wir haben Schwierigkeiten, in der Menge nicht aufzufallen. Trugen Sie manchmal Masken? Masken? Ja, um das Gesicht zu verbergen, um nicht erkannt zu werden. Nee, Masken. Mensch, warum habe ich daran nie gedacht? Masken hätten... Tut mir leid, Sie unterbrechen zu müssen, aber wie kamen Sie denn nun mit Ottokar zusammen? Ja, wir beschlossen für ihn zu arbeiten, weil unser Geschäft nicht so gut lief und wir brauchten Kohle. Mensch, wir hätten Masken tragen sollen. Und?
Ja, Ottokar bot uns gutes Geld an, um einige Investitionen hier in der Umgebung zu schützen. Also was? Haben Sie niemals daran gedacht, etwas anderes zu machen? Nur natürlich. Wer macht schon gerne so einen Job wie wir? Wir machen das, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Mein Traum wäre es, eine Bar aufzumachen. Keine Spelunke. Schicker Laden, so wie ich sie auf Fotos von New York gesehen habe. Ah, ich verstehe, was Sie meinen. Ein großer schicker Laden mit einem Türsteher, der Sie zum Tisch führt und alle möglichen Shows auf der Bühne. Genau! Und dazu ein kleines Jazzorchester. Naja, vielleicht wird der Traum mal wahr. Man weiß nie, oder? Na, wird mich wundern. Ja, Sie haben recht. Denn so eine Bar nur zu betreten, ist ja bereits ein Traum an sich. Okay, war nett, Sie kennengelernt zu haben. Ich hoffe, Sie mal wiederzusehen. Ja, hat mich auch gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Und nochmal vielen Dank, dass Sie mich aus diesem Scheißloch rausgeholt haben. Gern geschehen. So. Ansonsten haben wir da nichts mehr. Dann machen wir uns auf den Weg zu Marks Atelier. Was haben wir da? Daraus könnte ich mir Bücherregale bauen. Ja, Bücherregal brauchen wir jetzt gerade nicht. Ist das die dicke Bertha? So, da ist der andere. Hallo, Peter. Hallo. Mensch, du bist Brutus aber nur knapp entkommen. Schüchterst du deine neuen Freunde immer so ein? Tut mir leid, was da passiert ist. Normalerweise reißt die Kette nicht. Aber dein Gesichtsausdruck war zum Schießen. Den Scherz mache ich mit allen Neuen. Worin besteht deine Arbeit für Ottokar sonst, außer dass du Leute verklopst? Ich tue Leuten weh, die Ottokar nicht mag. So wie dich zum Beispiel. Ja, das ist mir klar, aber was machst du sonst noch für Ottokar, außer Leute zu verprügeln? Sonst nichts. Ich tue nur weh. Du kapierst aber langsam. Aber du hast mich so zum Lachen gebracht. Schön zu wissen. Ich will dich jetzt nicht weiter bei deiner Türsteharbeit stören. Aber du solltest den Brutus-Witz einstellen. Ich habe mir vor Angst in die Hosen gemacht. Das erinnert mich daran, dass ich die Kette reparieren muss. Okay, Obmarsch. Und zwar zum Atelier.